Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pachasaurus. Und wir werden hier dem Tutorial jetzt einfach mal weiter folgen. Klicke auf das Portal am oberen Rand des Bildschirms und öffne das Portalfenster. Okay. Habe ich gemacht. So, öffne das Portal. Lass ein Expeditionsteam eintreffen. Was? Portal öffnen. Okay, Zeitportal. Zeitperiode. Sende eine Expedition in der Zeit zurück, um eine Ausgrabungsstätte zu erreichen. Währenddessen kannst du dich um deinen Park kümmern. Sie melden sich bei ihrer Ankunft. Grabende Wissenschaftler. Verwende deine Wissenschaftler, um nach Schädeln und Fußspuren zu graben. Jeder deiner Wissenschaftler hat einen einzigartigen Grabungstyp. Okay. So. Lass ein Expeditionsteam in die Ausgrabungsstätte erreichen. Okay, das klingt jetzt nicht gut. Das Erkunden dauert noch ein bisschen. Geh zurück in den Park und komm erst später wieder. Okay, wie schicke ich da jetzt Leute hin? Achso, das machen die automatisch. Ah, ich verstehe. Okay. Dann eintreffen, finde Fußspuren, finde zwei Schädel, erwerbe in einem Eierladen, alles gut. Dann machen die das jetzt scheinbar. Wir könnten eigentlich mal kurz gucken, was das Geld so sagt. Okay, ich glaube, das war im Büro. Parkinfo, genau. Okay, wir haben heute verdient 574. Das ist schon mal gut. Wir haben einen glücklichen Dino. Das ist auch sehr schön. Und wir hatten gleichzeitig eine Ausgabe von 324. Das heißt, wir machen Gewinn. Wir machen tatsächlich Gewinn. Okay, das ist schön. So, wie geht's dem denn jetzt mittlerweile? Ein Luxusbedürfnis. Mehr Spielkameraden im gleichen Gehege? Das kriegen wir doch bestimmt hin. Okay, ab zum nächsten Tag. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir vielleicht doch nochmal ein Ei. Kann ich hier gar nicht kaufen, oder wie? Hä? Ich hätte gern noch einen Triceratops. Okay. Benötigt mehr Einzelteile, um die DNA zu erzeugen. Oh, das ist ja wie Jurassic World Evolution. Okay. Das heißt, ich kann jetzt erstmal kein Ei kaufen. Bitte, und wie sieht's hier aus? Das erkundet noch. Das heißt, im Moment bleibt tatsächlich nicht sonderlich viel übrig als, ein bisschen zu warten. Was könnte ich eigentlich damit machen? Was mache ich mit meinen Forschungsdingen? Gelegentlich Juwel. Du benötigst Edelsteine, um Dino-Eier herzustellen. Weitere Edelsteine kannst du im Edelsteinshop finden. Okay. Personalstufe. Schalte das volle Potenzial deiner Mitarbeiter frei. Intelligentes Wasser. Ach so. Und das erforsche ich jetzt wohl irgendwie gerade. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Das sagt er jetzt gar nicht so deutlich. Würde ich sagen, lass mal forschen, ne? Und der Typ dürfte jetzt gleich zurück sein. Sehr gut. So, kehre zurück zum Portal, klicke dann auf den Graben-Button und anschließend auf einen Wissenschaftler. Klicke auf die richtige Ausgrabungsstätte, um den Schmutz zu entfernen. Okay. Hey, da haben wir eine Fußspur gefunden. Jetzt müssen wir noch einen Schädel finden. Achso, kann der nicht mehr? Den Expeditionsteam zum Portal, um die Grabungen zu beginnen. Okay, jetzt sagen die irgendwie. Okay, die können nicht mehr viel. Was sagt der Bartsch? Du hast jetzt kein Werkzeug mehr. Wähle einen anderen Wissenschaftler und heute mehr Wissenschaftler an. Oh, okay. So. Jetzt haben wir auch noch zwei Schädel gefunden. Ich weiß nicht, wie viel das bringt.
Also irgendwas tut sich. So. Okay, zweimal können wir noch. Das nützt uns jetzt nicht mehr viel. Sieh dir, und das war's. Okay. Dann jetzt nach Hause zurückkehren. Und jetzt? Erwerbe ein Ei aus dem Eierladen. Ich weiß nicht, soll ich die Leute gleich wieder losschicken? Ich schick die einfach gleich mal wieder hin. So, jetzt erwerbe ein Ei aus dem Eierladen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Erstellen. Benötigt mehr Einzelteile, hm? Ach so, uns fehlt der Diamant. Du benötigst Edelsteine, um die neue herzustellen. Weitere Edelsteine kannst du im Edelsteinshop finden. Wo zum Geist der Edelsteinshop? Hallo, ich würde das gerne wieder schließen. So, wo ist der Edelsteinshop? Ach du Schande. Ein unvollkommener Edelstein. Und reicht das jetzt? Gucken wir mal, ob das reicht. Jetzt haben wir tatsächlich einen unvollkommenen Edelstein. Das heißt, wir können Triceratops herstellen. Warum auch immer das jetzt ein Ei und ein Huhn irgendwie rauskackt, fragt mich bitte nicht. Oh, es geht weiter. Aufgabe Upgrades. Erinnerst du dich noch an die Wissenschaftspunkte? Lass mich dir zeigen, wofür diese gebraucht werden. Wissenschaftspunkte kannst du dazu verwenden, um Wissenschaftstechnologien wie zum Beispiel neue Gebäude, Upgrades oder Verbesserungen freizuschalten. Klicke auf den Forschungsbaum und schalte eine neue Wissenschaftstechnologie frei. Danke, Luca. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach gleich mal. Aber jetzt erstmal einen kurzen Moment. Hier haben wir nämlich irgendwo ein Ei. Da haben wir das Ei. Und dann ploppen wir das einfach hier mit so rein. Und warten, dass es sich so mit der Zeit ausbrütet. Wird noch einen Moment dauern, aber dann ist unsere Kleine hier nicht mehr allein, die kleine Luna. Dann hat sie einen coolen Dude, der einfach da noch mitmacht. So, gehen wir mal zum Forschungslabor. Mhm. Reagenzglas. Wenn es gefüllt ist, dann kannst du deine Wissenschaftstechnologie im Forschungsbaum freischalten. Also das hier jetzt. Hä? Achso, ich muss noch einen Moment warten. Es sind keine Nahrungsmittel vorhanden, noch die Futterdrücke aufzufüllen. Oh, oh, oh. Wir haben glücklicherweise aktuell eine Pflanzenfresser. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir täglich einfach mal 3 geliefert bekommen. Ich denke, das ist ganz okay. So. Jetzt 602. Jetzt können wir das also machen. Ah. Ich verstehe. So, jetzt forscht er also schön weiterhin. Wir kriegen weiterhin mehr Punkte und dann können wir gucken, was wir hier unten machen. Alles klar. Ich verstehe. Das macht Sinn. Spät in die Nacht, was macht das denn? Sorgt dafür, dass die nur länger im Park bleiben, Straßen. Das ist gut. Es gibt mehr Geld. Das machen wir als nächstes. Aufgabe Parkmanager. Nun habe ich dir alles gezeigt und beigebracht, damit du ein hervorragender Dinosaurier-Parkmanager werden kannst. Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken. Aber nun bist du auf dich gestellt und kannst den Park deiner Träume errichten und ein großartiger Parkmanager werden. Von Olli. Hey, danke Olli. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Man hat das relativ klug gemacht, ne? Man kriegt hier vorgeschlagen, dass Leute irgendwie den Park besuchen sollen. So, hier sind neue Leute angekommen. Dann sagen wir mal graben. Und das war's. Hier werden wir wohl nicht so viel finden. Hm. Wo
könnten noch ein Kopf liegen oder ein Ei oder so. Nein! Jetzt hätten wir hier Geld bekommen und ich habe das nicht. Mann. Das ist ja blöd. Dann nach zu Hause zurückkehren. So, schickt mal neue Leute los. Und dann gucken wir doch mal. Achso, die kommen wahrscheinlich erst morgen. Kannst du es noch aushalten? Ja klar, du hast ja erst gegessen. Alles gut. Das kriegen wir doch hin. Kein Problem. So, den Park werde ich natürlich noch nicht schließen. Denn das geht automatisch und dann können wir gleich zum nächsten Tag springen. Was ist eigentlich das mit den Herzen? Herzen, verwende die gesammelten Herzen, um neue Technologien und Verbesserungen für deine Dinosaurier freizuschalten. Ich weiß nicht, so im Groben würde ich sagen, erinnert das eher so ein bisschen an ein Mobile Game. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich recht viel Langzeitmotivation bringt. Müsste man gucken. Samt Gehegespenden, das sieht gut aus. Wir haben nur geringe Ausgaben. Perfekt. Perfekt. Dann ab zum nächsten Tag. Dann öffnen wir hier wieder. Ach nee, hier kann man nur den Park schließen. Was ist denn los hier? Was hat er gerade gemacht? Geht's hier nicht so gut? Zufriedenheit nur 65. Na, schauen wir doch mal, wie das jetzt wird. Jetzt ist ja jeden Moment. Was mache ich jetzt damit? Achso, ich muss das einfach... Ah, alles klar. So, jetzt sollte das wieder aufgefüllt werden, aber das dürfte er automatisch machen. Und das Eis fertig. Bam, guck mal. Was? Wieso bist du jetzt traurig? Das verstehe ich jetzt nicht. Du müsstest dich doch freuen. Aber da ist doch gerade ein Spielkamerad gekommen. Okay. Romy und Luna. Genau, fresst mal und repariert er das automatisch? Ich hoffe, dass der das automatisch repariert. Okay, er macht den Poop weg und... Ne, das macht ja der Hausmeister, ne? Genau, das macht er ja gar nicht. So, wir sollten vielleicht mal sehen, was jetzt hier passiert. Oh. Aber ich kann den Hinweis bekommen. Ja, das kriegen wir jetzt aber hin. Schädel. Füße. Ja. Nochmal Fußabdrücke. Hier muss auch noch was sein. Und hier sieht es auch so aus, als wäre da noch was. Sehr gut. Dann stößen wir einfach mal hier so rein und sehen, dass hier oben noch was ist. Und das war's. So, wir öffnen nochmal das Portal, schicken die Leute gleich wieder los. Dann nochmal einen kleinen Blick zum Forschungsbaum. Das dauert noch einen Moment. Aber ich weiß nicht, ich bin echt am Überlegen, daraus vielleicht nur einen Let's Test zu machen. Weil ich ein bisschen Bammel habe, dass es zu wenig Inhalt bietet. Ne, die 2 ist klasse. Ich würde sagen, wir können nochmal in die Stadt gehen. Gehen nochmal zu den Eiern. Ach so. Deshalb kann ich die anderen hier nicht machen, weil ich dazu quasi erst die Schädel und all so ein Zeug bräuchte. Ah.
Na gut, die brauchen wieder Futter, dann würde ich sagen, kaufen wir einfach mal so ein bisschen Gemüse. Der forscht weiterhin ganz brav. Das Gehege ist zu klein. Das schockiert mich jetzt schon ein bisschen. Dann werden wir das Gehege etwas ausbauen. So, und wie reiße ich jetzt was ab? Das Zerstörungswerkzeug. So, nun rein ins Landschaftsmodul. Nein, ins Landschaftsmodul. Wo war denn jetzt die Definierung? Ach, die Terrain, genau. Gras, Gras, Schlappen. Oh, cool. Das wiederum ist nicht so cool. Aber der ist sofort... Der ist sofort da. Verstehe ich gar nicht. Naja gut, wir geben dem jetzt dann hinten. Kleiner Sack. Gut. Ich bin ein bisschen sauer. Wieso bist du ausgebrochen, du Sack? Ich bemühe mich jetzt wirklich gerade hier, dir ein ordentliches Zuhause zu bieten, aber nein. Klatschen wir immer noch so einen Felsen rein. So, dann hauen wir noch ein bisschen Gras hin. Okay, das gibt zumindest etwas Geld, aber die wir machen eigentlich im Moment genügend. Sodass sich das in dem Sinne gar nicht lohnt. Das war gerade übrigens strategisch völlig blöd. Ja, da wäre noch was gewesen, aber machen wir einfach mal so. Nee, sucht mal nach einem Stego. So, wie wähle ich denn jetzt hier mehr aus? Portal öffnen. Und kann ich jetzt andere Grabungsstätten anwählen oder ist das... Also im Moment scheint es nicht zu gehen. Fragt mich nicht. Das ist ein Herdentierunterhaltung. Der Dinosaurier möchte mehr Spielzeug? Puh, da haben wir leider nichts. Ballspielzeug. Ich glaube, wir sollten hier mal zur Forschung gucken. Also wir machen einmal bis spät in die Nacht. Das Personal, Wissenschaft, Küchenschiff, Animateuren, Lorbeerbeet, Iggis, Lorbeerbeet, Topfarm, das ist Schwachsinn. Ich möchte gerne irgendwas für meine Dinos machen. Toiletten, Captain Planet, Denkmal-Ding. Wie komme ich denn... Spaßobjekte, aber das ist auch immer nur für die Kinder oder irgendwie so. Das ist ja doof. Ich bräuchte wirklich was, dass sich die Dinos wohlfühlen. Ich glaube, als nächstes gehe ich hier auf Küchenchef, dann können wir da so ein bisschen was... Ja... Gewinn gemacht. Das ist immer gut. Dann ab zum nächsten Tag. Kartenansicht, Wasseransicht. Die Wasseransicht zeigt dir die Feuchtigkeit in einem Gehege an. Du kannst sie durch die Werkzeugleiste im unteren linken Bereich abrufen. Privatsphäreansicht. Okay, warte mal. Davon ist sie ganz schlecht, da hinten ist sie schon gut und dort müsste sie super sein. Sagt die Wasseransicht, eigentlich ist alles okay. Passt schon.
Das Gehege ist immer noch zu klein. Also offen und ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so mit rechten Dingen gerade zugeht. Wir können es ja nochmal ein kleines bisschen vergrößern. So, dann schauen wir doch mal, dann reißen wir wieder was ab. So. Hoffen wir das Beste. Dann gucken wir mal hier weiter. Und kann ich jetzt hier noch irgendwie was festlegen? Nee. Ich kann jetzt quasi nur wieder sagen, graben. Stegosaurus-Schädel, das ist gut. Das gefällt mir. Stegosaurus-Fußabdruck, noch ein Stegosäge-Schädel. Es sollte eigentlich nirgends mehr was sein. Nee, da ist nirgends mehr was. Dann zurück. So, schicken wir die Leute erneut durch und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt könnten wir natürlich wieder in die Stadt zu diesem ganzen Hühnerding. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie einen Stego finden. Ich kann den hier nicht auswählen, oder? Doch hier. Wir bräuchten halt wieder einen Edelstein. Das heißt, wir müssen wieder zurückgehen. Dann in den Edelsteinshop. Wie war das nochmal mit dem Umwandeln? Ach so. So war das. Dann probieren wir das doch jetzt einfach mal hier so ein Stegosaurus-Ei zu bekommen. Plopp das mal raus, ich nehme es mit. Und schwuppdiwupp. Und dann würde ich sagen, hauen wir das hier raus. Und ich hoffe, dass die sich vertragen. Sollten die aber eigentlich. Ach, wisst ihr was? Wir probieren es mal noch mit Zweien. Also wandeln wir nochmal schnell was um. Noch ein Edelstein. Dann zack, zack. Zu den Eiern. Ach, wie einfach das geht. So. Hauen wir das raus und dann schauen wir mal, was passiert. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.